Süß. Hallo. Hallo. Ihr betreibt wieder meine Bar. Was wollen Sie haben? Kannst du mich töten? Okay, wieso? Also man kann ja behaupten, dass ich viel Scheiße laber, nicht, dass ich mir nicht so mein Wort stehen würde. Hi Daniel. Wie war das jetzt? Wir worten Daniel raus? Nein, wir überspringen das. Also es waren gerade sehr viele Ja's und Neins durcheinander, weshalb ich nicht mal weiß, ob Daniel jetzt fliegen würde oder nicht. Aber da ich gesagt habe, wenn ich das machen würde, dann verpisse ich mich heute. Ja, weil der ist halt schon ein Bastard. Weil das ist Quatsch. Weil so mit aller Liebe, das wäre Quatsch. Das wäre Quatsch, ja. Der ist halt schon ein Bastard-Move, einfach ein Meeting zu machen und Daniel einfach kontert rauszuvoten. Das ist wie wenn quasi jede Runde kaputt machen. Nee, das ist kompletter Quatsch. Ich wollte Rino gerade mein Problem jede? Erzählen. Das wäre ja, eine Runde von 5, die ich bisher gespielt habe. Das ist uns voll unterbrochen. Du kannst gern weiterziehen. Wir hören alle zu. Ich wollte ihm mein Problem erzählen. Erzähl nur. Was zum Wenn ich dich nicht mehr lasse, darfst du dich losgangen. Gut, Frau Leni, kommen Sie mit in meine Bar. Also, was ist Ihr Problem? Hallo. Ich hätte gern, dass du mich tötest. Ja, wieso? Weil ich einen Fehler gemacht habe. Okay. Hallo. Hallo. Sie wollte sterben. Da war eine Bitte. Leni liegt tot in der Bar, in der alten Taverne. Rillo steht daneben und sagt, ist schon gut, die wollte sterben. Ich kam zu mir hin und hat gefragt, ob ich töten kann. Ihr habt gesagt, ja. Und dann hat sie einfach du gesagt, ja, bitte. Gesundheit. Gesundheit. Sie hat einen Fehler gemacht, das auch noch gemeint. Und da hat er aber leider, ich bin eine alte Petze. Ich bin nicht verhandelt. Es ist ja auch meine Bar. Ich will ja immer, dass meine Gäste zufrieden sind. Auch wenn die tot sind. Ich dachte, das ist Daniels Bar. Meistens ja. Also wen boten wir jetzt? Das klingt halt wirklich nach so einem Wächterding irgendwie. Ich finde übrigens die mittlere Reihe. Wenn da jetzt noch jemanden weiter töten könnte, dann würde ich mir Sorgen machen bei Amarillo, witzigerweise. Ich bin unberechenbar. Das weiß ja nicht. Ich würde da auch als Sheriff machen. Ist ein Problem. Das stimmt leider. Ja, das meine ich ja. Wenn er es jetzt nochmal machen würde, dann würde ich mir Sorgen machen. Okay? Oh, boah, ich komm direkt. Oh, ja. Was hast du getan? Was ist denn da? Bist du beleidigt? Das ist doch so. Hi. Hi. Gut. Ah, eine schöne Barrunde. Der Barkeeper. Ich frag mich aber wirklich, warum sie sterben wollen. Welchen Fehler hat sie gemacht, dass sie sterben wollen? Ich lausche gerade der Musik. Der Pelikan ist tot.
Ich bin vielleicht rausgefallen. War aber leider mit dem Eisessen beschäftigt, also keine Ahnung, wer getötet hat. Das ist aber traurig, aber naja, mei. Ja, das denn? Heißt eigentlich, dass Sarah, Horn und ich unschuldig sind, weil wir waren gerade oben beim Boden. Ne, Mango habe ich auch gerade gesehen, deswegen frage ich wo. Ich war in der Bar. Ich habe gerade der Musik gelauscht. Okay, mal Sache. Ist Tilo. Oh, hat aber nur wieder zugestochen. Nee, ich bin in meiner Bar. Ich betreibe die immer. Ich habe zwar gerade diese Nacht sehr wenig Gäste, aber manchmal ist es halt so. Leni hat Zeche geprellt und was. Gut, dass Wegen mir nicht sagt, wo das war, würde ich Mango Xeraxan rausnehmen. Also, scheiß Kater ist weg. Ich glaube, oben irgendwo. Keine Ahnung, wo. Wie gesagt, ich war mit Mango Xeraxan nicht rausnehmen. Okay, ja. Ich dachte, oh, ich bin gefressen, kann mein Eis essen. Und dann war ich wieder draußen. Also, huch. Oh, meine Votes haben sich reduziert. Nice. Oh, Verräter. Wow. Bevor ich meine Bar wieder öffne. Nein, wie gefällt er Ihnen den Knast? Den drin haben, ne? Ah, schade. Das heißt. So. Auf Dauer zwar nervig sein, aber ich find's irgendwie so, einfach wenn man am Abend entspannen will, ist okay. Gut gemacht, Mango! Oh, Mann, shit.